Das Auditorium Maximum ist nicht voll besetzt, aber immerhin gut besucht. Mit prominenten Gastrednern aus der Politik feiert die Juristenfakultät der Universität Leipzig den 20. Jahrestag ihrer Wiedergründung. Herr Genscher ist Ehrendoktor der Juristenfakultät seit 10 Jahren und ist uns als Unterstützer unserer Fakultätspolitik immer willkommen, berät uns und er ist ein Aushängeschild. Herr Verheugen ist langjähriger Mitarbeiter von Herrn Genscher und so ergab sich eigentlich aus der Perspektive deutsche Einigung, europäische Einigung ein hervorragendes Tandem. Deshalb haben wir beide eingeladen. Die Juristenfakultät war nach der Neuausrichtung der Alma Mater nach der Wende am 24. April 1993 wiedergegründet worden. Ex-Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, selbst Absolvent der Juristenfakultät, referiert zum Thema die Herstellung der deutschen Einheit, ein Auftrag an die Juristen. Ich wollte einmal aufzeigen, dass auch in der internationalen Politik Rechtsfragen eine entscheidende Rolle spielen. Und das galt gerade für die Zeit der deutschen Teilung und für die Chancen der deutschen Vereinigung, dass man eben in der Zeit der Teilung alles tun musste, um die Option für die Einheit aufrechtzuerhalten. Ex-EU-Kommissar Günther Verheugen gibt den Studenten in seinem Vortrag EU 2013, Krise oder Aufbruch, einen Einblick in die Herausforderungen der europäischen Integration. Für die Studenten ist die Vorlesung der beiden Politik-Schwergewichte eine willkommene Abwechslung zum Uni-Alltag. Der Juristenfakultät bleibt zu wünschen, ad multos annos, auf viele weitere, hoffentlich gute Jahre.